Einen wunderschönen und herzlich willkommen auf Born to Be TV. Mein Name ist Don und heute gibt es das erste richtige Video für den Don-Blog. Wir reden heute über TikTok-Tags, über YouTube-Tags und über Twitch-Tags. Ich wünsche viel Spaß. Ich hoffe, ich kann euch ein bisschen was mitgeben. Let's go! Normale YouTube-Videos priorisieren vorrangig Titel und Thumbnail. Da sind die Tags nicht so wichtig. Aber für Shorts sind die Tags sehr wichtig. Da funktioniert das Ganze wie bei TikTok. YouTube empfiehlt sogar Tags im Titel zu nutzen, was ich irgendwie unpassend finde, weil es ja noch einen extra Tag-Bereich gibt. Ich habe es noch nicht probiert, eher eine Designentscheidung, aber wer da Erfahrungen hat oder machen sollte, kann sie gerne mit mir teilen. Weiter im Text. YouTube bietet keine richtige Transparenz bei den Nutzerzahlen der Tags bzw. Suchbegriffen. Im Bereich Inspiration könnt ihr aber einen Begriff eingeben und eine ungefähre Nutzung herauslesen. Nicht so geil. Wer es sich einfacher machen möchte, der kann wie ich einen Generator nutzen und die dort vorgeschlagenen Tags einfach copy-pasten.